So, Gold lassen wir dann auch einlagern, so wie wir es denn irgendwann mal besitzen. So, ich sollte hier vielleicht mal wieder so ein, wie ich früher schon mal gemacht habe, so mehrere Lazarette direkt beieinander bauen. Wenn man die da einfach nur durchschickt und die sich dann heilen und da kommt schon der nächste... Nee, das ist kein Angriff, oh Gott sei Dank. So, du meine Holde, lass dich mal bitte als nächstes heilen. Hallo, warst du schon an der Tür? So, geht doch. So, ihr lauft schon über mit Honig. Das finde ich sehr schön. Müssen wir nur gucken, dass unsere Wasserproduktion mal ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Und da kommt der nächste Angriff. Ihr miesen Penner. So, ich versuche euch zu retten, indem ich euch schnell zu normalen Trägern mache. Bleibt doch endlich stehen. So, geht doch. So, ihr Lieben, Feuer frei. Ich möchte doch nicht wissen, wie viel Gold er hat, weil er doch massiven Schaden macht. Ich weiß nicht, ob es nur am Tier 3 liegt oder ob der auch wirklich schon einige Sachen, einige Vorräte an Gold gebunkert hat. Das kann ich natürlich so jetzt nicht sagen. Vielleicht, wenn wir eines Tages mal dazu kommen, ihn anzugreifen und er uns nicht mehr so auf den Senkel geht. Und wieder fehlt eine Spitzhacke. Das geht doch so nicht. Menschenskinder, nee. Ja, wobei, warte, wir sind ja immer noch in der Verteidigung. Wir sollen jetzt nichts übertreiben mit Schwertern. Wir können schon mal gerne ein paar, ne, produzieren, aber übertreiben sollten wir es, wie gesagt, nicht. Ach ja, ich wollte noch auf was anderes zu sprechen kommen. Fällt mir gerade ein. Ich habe ja jetzt, mit Blick auf die Uhr, müsste das jetzt der Anfang der vierten Folge sein? Oder das Ende der dritten, je nachdem, wie ich im Nachgang schneide. Das weiß ich ja noch nicht. Ich nehme ja immer am Stück auf. Holger, deine Mail habe ich gesehen. Danke dafür. Ich bin aber aus zeitlichen Gründen leider noch nicht dazu gekommen, mir das Safe Game anzusehen. Der Holger hat nämlich gesagt, pass auf, hey. Ich habe hier die Mission jetzt auch mal gespielt und ich habe hier mein Savecam und da kannst du dir ja mal angucken, wie ich was aufgebaut habe. Vielleicht wird dir dann klar, warum, wieso, weshalb und wie so ein paar Sachen funktionieren. Wie gesagt, danke dafür. Ich bin nur leider offen gesagt noch nicht dazu gekommen. Das tut mir leid an der Stelle. Ich werde es aber zu gegebener Zeit nachholen. Wahrscheinlich nach dieser Aufnahmesession werde ich da mal reinschauen. Muss ich gucken, wie es zeitlich bei mir passt. Ne, also... Ich bin für Tipps und Expertise immer sehr, sehr dankbar und deswegen immer, auch zukünftig immer her damit. Ach, ihr braucht Brot und Honig. Mein Gott, seid ihr Schlawiner? Ach nee, ihr könnt nur Brot und Honig nehmen. Okay, seid ihr... Ich wollte jetzt erst sagen vegan, aber das wird ja... Ist Honig vegan? Ich glaube nicht, ne? Per Definition eigentlich nicht. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Weil Honig ist ja eigentlich Bienensabber. So hat mir das zumindest ein Kumpel von mir erklärt. Birger, falls du das siehst, du bist gemeint. Der ist nämlich auch Hobby-Imker. Und ich meine, der hat mir diesen Satz fallen gelassen von ihm, dass das eigentlich Bienensabber ist. Womit die halt den Nachwuchs auch füttern. Oder einlegen oder wie auch immer. Ich bin kein Fachmann, was das angeht. Also seht es mir nach, wenn ich da versehentlich Stuss erzähle.
Das hat nichts mit böser Absicht oder Fake News zu tun. Ich weiß es lediglich nicht besser. Und habe mich jetzt einfach mal mit dem rudimentären Halbwissen, das ich besitze, ein wenig aus dem Fenster gelehnt. Warte mal, wie viel Platz haben wir denn? Wir können doch eigentlich schon wieder zwei mittlere Häuser abreißen. Oder das hier hinten zum Beispiel. Das können wir schon mal abreißen. So, hat jetzt eigentlich jetzt sich einer einen Hammer geschnappt und das Gebäude hier besetzt? Ich hoffe doch. Und da kommt der nächste Angriff, ihr miesen Penner. Muss man ganz schnell hier hinten hin. Weil die hier sonst an mir vorbeigehen. So, Ladies, gebt ihn bitte möglichst dreckig. Wow! Der miese Penner! Da hat er jetzt einfach Pionierin draus gemacht, der Sack. Oh, wie mies ist das denn? Du blöder Sausack. Ich glaube dir wohl. Warte mal, dann machen wir daraus eben wieder normale Siedlerinnen oder Amazonen. Genau, und mit euch kriegen die auch noch ein bisschen hier unten aufs Maul. Und du hör auf hier die ältere Dame zu ärgern. Sonst gibt's auch für Oma. Vielleicht hätte ich das besser hier hinbauen sollen. Aber gut, jetzt kam ein Angriff. Jetzt schicken wir euch erstmal alle zur Heilung. Ich könnte natürlich auch... Wartet mal, ich habe eine Idee. Ladies, holt mal hier mehr Land. Dann baue ich hier eine große Festung hin. In der Hoffnung, dass er dann dahin geht. Sodass wir dann hier unser Heilzentrum nahe der großen Festung haben. Und dann entsprechend auch... zukünftig soweit gut aufgestellt. Ich brauche noch ein Wasserwerk, das wird sonst nichts hier. Warte mal, so, du kannst schon mal weg. Wäre das Wasserwerk vielleicht da? Nee, da liegt ja das Brett selber noch im Weg. Hat er jetzt schon Schwefel raus? Ja, der holt Schwefel raus. Aber ich weiß nicht, ob das dieses, ich nenne es mal, initiale rausholen ist. Also am Anfang, wenn man eine Mine baut, dann holt er immer für lau ein paar Teile raus. Ich weiß nicht, ob das noch in den Bereich fällt oder ob das jetzt schon was ist, was er aufgrund des Honigs gemacht hat. Warte mal, wir gucken uns mal die Warenverteilung an. Das wäre vielleicht mein Hinweis. So, Schwefelmine 50%. Brot geht nur an die Kohlemine, okay. Das heißt, du könntest alternativ auf Brot, arbeitest mit Honig aber wahrscheinlich besser. So wie die Kohlemine Brot braucht, ihr entsprechend Schweinefleisch. Ich denke mal, so wird es sein. So, dann bauen wir hier jetzt mal die Burg hin. Und ihr braucht dann da gar nicht mehr weitermachen. Ihr könnt euch dann hier hinten ein bisschen den Berg krallen. Ach genau, ihr macht Eisenbarren daraus, okay. Ich wusste, da war irgendwas mit Eisen, aber... Gut, schade. Ich dachte, da kommt Gold raus. Aber das ist auf jeden Fall nicht schlecht zu wissen. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier oben das Gelände, wenn es noch möglich ist, wo wir das Gold herkriegen. Sonst wird das nichts. Moment, wo habt ihr denn jetzt die Goldbarren hergezaubert? Hä? Hab ich geklopft? Ach, jetzt check ich's. Der braucht... Ah, mein Gott, ich bin dämlich. Der braucht,
Schwefel und Edelsteine, um aus Eisenbarren Goldbarren zu machen. So, jetzt hab ich's endlich. Mein Gott. Also ist ein bisschen viel Materialaufwand, beziehungsweise kann man jetzt darüber diskutieren, ob das viel Materialaufwand ist. Ich finde, als Nebenquelle für Gold finde ich das ehrlich gesagt super. So, wir könnten nochmal hier und da vielleicht hier zum Beispiel ein Goldlager bauen. Oder ein weiteres Lager, wo dann unterm Strich Gold eingelagert wird. Aber die Produktion geht auch recht schnell, ne? Gut, ich meine, Material ist da. Eisen haben wir ohne Ende. Schön. Läuft. So, dann hoffe ich mal, dass er zukünftig hier angreift. Dann können wir nämlich direkt bei unserer Heilquelle sozusagen es direkt dreckig geben. Ich überlege dann, ob ich den kleinen Turm abreiße. Einfach damit er nicht an diesem Gebäude vorbei nach hier unten rennt. Weil das wäre dann nämlich fatal. Also, die Bauarbeiterinnen sind da und gleich ist fertig planiert. Sehr schön. So, da kommt Schwefel ohne Ende raus. Das ist super. Das finde ich richtig, richtig gut. So, das Lager sollte auch schnell fertig sein. So, und damit hätten wir unseren ersten 100er-Trupp voll. Das finde ich auch schön. Können wir direkt gleich den Spion hier abknallen. Der meint, an unser Land einmarschieren zu wollen. Und direkt noch diverse andere Leute. Ladies, bitte bringt euch mal in Sicherheit. Na, der hat sich da oben schon ein bisschen Gold gekrallt, der Sack. Jetzt macht er nämlich genau das, was ich befürchtet habe, was er nicht machen sollte, nämlich hier vorbeirennen. Deswegen diese Hütte, da muss ratzfatz fertig sein. Damit wir das mal unterbinden können, dass er hier vorbeirennt. Na toll, ein Großteil unserer Streitmacht ist jetzt hier oben und rennt in die falsche Richtung. Warum ist das jetzt auf einmal so leise oder höre ich das bei mir nur so leise? Irgendwie ist das jetzt gefühlt gerade einen kleinen Tacken leiser geworden. Oh, da kommen doch noch ein paar nach unten. So, jetzt sehen wir leider wegen den ganzen Bäumen hier nichts. Was? Wo? Da unten, okay. Ja, den schafft ihr ja wohl, oder, Ladies? Ja, sehr schön. Ach, da hinten ist der kleine Sack. So, oh, bevor wir ihm das jetzt schenken, lauf mal bitte schnell hin. Lass den Larry da einfach mal rumlatschen, ist jetzt egal. Aber holt euch bitte dieses Gebäude. Wenn ich das jetzt verliere, dann kriege ich einen Anfall, ihr Lieben. Na, ein bisschen Gold könnten wir da noch kriegen. Macht mal bitte hier die Lücke zu. Also wie gesagt, wir haben zwar hier, ne, durchaus etwas Gold, aber nicht so viel. Bisher. Wir könnten noch ein weiteres Laboratorium gegebenenfalls bauen. Ja, das machen wir.
Einfach um die Goldproduktion etwas anzukurbeln. Ja, seit 60 Minuten nicht gespeichert. So, das machen wir mal hier oben. Speichern wir mal. Und ihr lasst euch da bitte einmal heilen, Ladies. So, und dann würde ich sagen, wollen wir es riskieren? Ja, wir reißen das hier ab, einfach damit er hier nicht mehr hinrennt. Wir könnten dann jetzt natürlich auch die Kaserne einfach da hochlegen. Das finde ich auch keine schlechte Idee, das machen wir jetzt auch. Ah, schön, direkt davor. Dann machen wir da noch ein großes Wohnhaus hin, dass wir hier auch personellen Nachschub kriegen. So, und ihr, meine Damen, schaut mal bitte hier, wo genau da Gold liegt. Ein bisschen sehen wir noch, also das würde mir jetzt schon reichen, weil viel Platz werden wir wahrscheinlich nicht haben. Es wird wahrscheinlich hier auf diese Position hinauslaufen. Aber ich will zumindest sicher gehen, dass es einigermaßen optimiert steht. So, ihr Lieben, ich mache jetzt an der Stelle einen Cut mit dieser Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Auch sämtliche Tipps, Kommentare, auch wenn sie ein bisschen kritischer hier und da mal sind, sind immer gerne gesehen. Also haut sie ruhig raus. Und wir brauchen hier noch mehr andere Waffen. Moment. Nein, wo, ach, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, weil ich am Abmoderieren war. So, für die Defense holen wir uns dann ein paar Lanzen dazu. So, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, Sikowski.